Heute ist es soweit. Finaltag bei den Team 7 presented by Soccercoin. Und wir dürfen zurückblicken auf eine Woche voller sportlicher Highlights und absoluter Tennis-Leckerbissen. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass man gleich 5 Top 15 Spielern auf den Schläger schauen darf. Alle waren glücklich und das Erste ist natürlich, dass das Kitzbühel das Seinige dazu beiträgt, weil es generell sehr, sehr schön da ist einfach. Und dann ist auch auf die Sicherheit gut Acht gegeben worden, was für die Spieler auch sehr wichtig ist zurzeit. Das hat alles perfekt geklappt und ich glaube, dass das Turnier perfekt bis jetzt über die Bühne gegangen ist. Sie sehen es hinter mir, Kunst als Teil des Publikums gab es hier in Kitzbühel noch nie. Der Urban Art Künstler Golif hat sich mit seinen Gedanken zur Kitzbüheler Tennistradition verewigt und nicht nur die Größe seiner Kunstwerke sorgt für Aufsehen. Also entstanden ist jetzt ein 5x20 Meter Plakat, quasi das von mir bemalt wurde und noch, glaube 60 bis 70 Einzelfiguren, die man im Stadion positioniert hat, so als quasi mobile Installation, die man so frei im Stadion halt installieren kann und die, also das Coole war die Mitarbeit eigentlich mit den Leuten, die im Stadion selber auch mithelfen und mir mitgeholfen haben. Das war ein super Team und da kann man nur dem Markus Boden und seinem Team ein Lob ausspreche. Die Team 7 presented by Soccercoin durften sich im Laufe der Woche auch über sehr hohen sportlichen Besuch aus Österreich freuen. Neben Olympia- und Hahnenkamm-Gewinner Fritz Strobel und Biathlon-Weltmeister Dominik Landertinger kamen auch die Skidamen Anna Veit und Niki Schmidhofer voll auf ihre Kosten. Voll cool. Also schade ist, dass nicht mehrere Leute zuschauen dürfen. Ich glaube, das wäre eine Mega-Stimmung. Und das Spiel natürlich an sich ist wahnsinnig gut. Wir haben schon darüber gesprochen, Dominik Thiem hat bei der Zusammenstellung seines Spielerfeldes wirklich ein besonders gutes Händchen bewiesen. Und alle diese Athleten haben ihre Zeit in Kitzbühel auch abseits des Center Courts wirklich genossen. I like mountains and I like to be in these kind of places. And here I saw yesterday a little bit the main village in Kitzbühel and it's so beautiful. So for sure the winter is amazing to be here for ski. We enjoy it a lot. I'm here with my father and my girlfriend. So I was here last year also playing the ATP event. So I was looking forward to coming already when I got the call a week ago to come here. And you know, I was very excited and it's been great so far. You know, Kitzbühel is such a nice city and it's very quiet, calm and nice environment. So I enjoyed and looking forward to some more days. When I think about Kitzbühel, you know, mountains, obviously, ski resort, not first thinking about tennis, you know. Ich finde es einfach weltklasse. Ich war jetzt schon in sehr vielen Hotels während des Turniers über die letzten Jahre. Ich habe sehr viele tolle Dinge erlebt. Ich war raften. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Dinge gemacht. Hier kann man so viel machen. Die Berglandschaft ist so schön und es ist einfach immer wieder schön herzukommen. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und es ist wirklich ein sehr tolles Turnier immer. I think it's a great event with a lot of great players. So in this moment especially, it's not easy to create something like that. So
thanks to him and all the organization. Die Athleten haben sich also hier in Kitzbühel sichtlich wohlgefühlt und auch seitens der Presse und der Zuschauer gab es sehr viel Lob für dieses Turnier. An dieser Stelle und vor allem in diesen herausfordernden Zeiten ein großes Dankeschön an die Organisatoren Herbert Günther, Markus Bodner, Florian Zinnagel sowie natürlich Dominik und Wolfgang Thiem für die Ausrichtung dieses perfekten Turniers. Wir verabschieden uns von den Team 7 mit den besten Bildern des Tages und freuen uns schon auf ein weiteres Tennis-Highlight im September mit den Generali Open.